Ja? Ist das wieder genau dann X-Element A und genau X-Element B und genau, das muss ich jetzt erstmal hier klammern, ne, weil das zuerst betrachtet werden muss. Und X-Element C. So, schauen Sie sich mal genau an, was wir jetzt hier haben. Wir haben jetzt hier eine Aussage, die gar keine Mengensymbole, gar keine Mengenoperationen mehr hat. Wir haben hier nur noch Aussagen, logische Operationen. Und jetzt zeigen Sie oder haben Sie vermutlich schon gezeigt in der Übung dieser Woche, dass das logische Und assoziativ ist mit einer Wahrheitstabelle. Dass X, dass A und B und C dasselbe ist wie A und B und C. Das zeigen Sie mit einer Wahrheitstabelle in dieser Übung in der aktuellen. Das heißt, ich bewege mich hier in der Aussagenlogik und kann alle Gesetze verwenden, die ich in der Aussagenlogik bereits mit Wahrheitstabellen bewiesen habe. Und zwar ist das gerade das Assoziativgesetz X-Element A und X-Element B und X-Element C hier hinten geklammert. Das ist etwas, was gerade in der Übung bewiesen wird, dass wenn Sie drei Aussagen haben, ich schreibe es nochmal hier hin, wenn Sie drei Aussagen haben, A, na das jetzt mache ich es mal klein, sonst verwechseln Sie es, A und B und C ist dasselbe wie A und B und C. Wie zeigen Sie das in der Aussagenlogik mit Wahrheitstafeln? Ja, Sie machen sich eine Wahrheitstafel, A, B, C, war falsch und so weiter. Und zeigen, dass die linke Seite gleich der rechten Seite ist, dadurch, dass sie eben unterschiedlich die Spalten entwickeln und am Schluss sehen, die Spalten sind gleich. So macht man das in der Aussagenlogik. Ab dem Zeitpunkt, wenn Sie es in der Aussagenlogik bewiesen haben, können Sie es auch verwenden. Und jetzt macht man das Folgende, um bei den Mengenoperationen eine solche Aussage zu beweisen. Man führt die mit Äquivalenzen auf die Logik zurück, weil wir haben ja alles über die Logik definiert. Also können wir auch alle Operationen irgendwie auf die Logik zurückführen. Dann das verwenden, was wir in der Logik mit Wahrheitstafeln bewiesen haben. Und jetzt gehen wir gerade den Weg wieder rückwärts. Jetzt weiß ich ja, X-Element A und das da rechts bedeutet das gleiche wie X ist Element A. Entschuldigung, ich muss erstmal das hier machen. X-Element A und das hier, X-Element B und X-Element C. X-Element B und X-Element C bedeutet ja, X-Element B und X-Element C bedeutet, X ist Element B geschnitten C. Und jetzt gehe ich wieder nach außen, jetzt habe ich hier noch so ein und, X-Element A und X-Element der Menge hier bedeutet, X ist Element A geschnitten mit der rechten Menge. So, und jetzt sind wir fertig. Das hier ist gleich dem hier. Oder ist äquivalent zu der Aussage. Fehlt noch eine Klammer irgendwo? Da wollen Sie eine Klammer drum haben? Hier. So? Ja, um es zwar verdeutlichen, ne? Bräuchte man nicht unbedingt, aber ist okay, ja. Mhm. Okay, ich merke, Sie sind noch nicht richtig in Ekstase. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich versuche Ihnen auch zu erklären, warum. Auf der untersten Ebene, auf der absolut untersten Ebene, beweisen Sie aussagenlogische Gleichheit oder Äquivalenz, wenn es Äquivalenz sind. Auf der alleruntersten Ebene beweisen Sie aussagenlogische Äquivalenz mit Wahrheitstafeln, indem sich alle Möglichkeiten hinschreiben, die Tabellen entwickeln und am Ende kommt das Gleiche raus, wenn Sie die Spalten vergleichen. Das ist die absolut unterste Ebene. Tabellenvergleich, Spaltenvergleich in der Tabelle.
dann definieren Sie sich irgendwas über logische Aussagen. Und Definition heißt ja auf etwas gründen, was es schon gibt. Das heißt, definiere mir die Mengenoperationen auf logischen Aussagen. Und jetzt kann ich eine Aussage in Mengensprache beweisen, indem ich sie zuerst mal zurückführe auf eine rein logische Aussage ohne Mengenoperationen. Ich mache alle Mengenoperationen, forme ich um in die entsprechenden aussagenlogischen äquivalenten Symbole. Dann kann ich all das verwenden, was ich mal mit Wahrheitstafeln in der Aussagenlogik bewiesen habe. Und dann gehe ich wieder rückwärts. Ich finde es super. Sagen Sie doch mal was. Ja. Ich muss ganz ehrlich zugeben, war nicht meine Idee. Aber ich finde es toll. Ja. Ich finde, wir sollten uns das hier nochmal eine Minute lang anschauen, oder? Einfach mal so gucken. Fünf Minuten habe ich noch. Jetzt mache ich noch mal einen kleinen Exkurs. Wir haben jetzt uns mit Mengenlehre beschäftigt und verschiedene Mengenoperationen kennengelernt, wie man da was beweist und so. Wir hatten ja am Anfang die natürlichen Zahlen definiert über die Peano-Axiome. Haben wir die Struktur beschrieben und dann entsprechend axiomatisch begründet. Sie erinnern sich, das allererste, was ich hier jemals an die Tafel geschrieben habe in dieser Vorlesung, war die Folge der natürlichen Zahlen. Und ich habe damals gesagt, ich schreibe ganz bewusst die Folge der natürlichen Zahlen hin und nicht die Menge. Was wir gemacht hatten, war, die Folge der natürlichen Zahlen zu definieren über die Struktur, durch die Peano-Axiome vorgegeben ist, indem man erstmal sagt, was das erste Element, das nächste, das nächste, das nächste, das nächste. Das war eine Folge gewesen, die natürlichen Zahlen schön aneinander aufgereiht. Und dann haben wir Dinge bewiesen über Rekursion oder definiert über Rekursion, indem wir immer auf das Vorhergehende wieder zurückgegriffen haben. Das war die Folge der natürlichen Zahlen. Die Menge der natürlichen Zahlen hat prinzipiell erstmal diese Struktur nicht. Eine Menge ist ungeordnet. Sie haben eine Menge und da können Sie die Zahlen reinschreiben, wie Sie wollen. Jetzt kann man aber auch die natürlichen Zahlen ganz anders begründen. Nicht über die Folge, wie bei der Peano-Axiom, sondern über Äquivalenzklassen gleichmächtiger Mengen. Oh, das klingt jetzt kompliziert. Äquivalenzklasse, den Begriff kennen Sie noch nicht, ich erkläre Ihnen mal, was damit gemeint ist. Eigentlich muss man wissen, was eine Äquivalenzrelation ist, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Ich erkläre Ihnen, was damit gemeint ist. Stellen Sie sich mal Folgendes vor. Sie haben die Menge aller endlichen Mengen. Können Sie sich das vorstellen? Sie haben alle endlichen Mengen vor sich. Ein heilloses Durcheinander. Alle endlichen Mengen. Jetzt nehmen Sie sich mal alle nullelementigen Mengen, suchen sich die raus und tun die in einen Sack rein. Schnüren den zu. Alle nullelementigen Mengen sind aufgeräumt. Jetzt nehmen Sie sich alle einelementigen Mengen. Also Sie sind eine einelementige Menge, Sie sind eine, der Tisch ist eine, der Stift ist eine, mein Schuh ist einer, mein linker Schuh, mein rechter Schuh ist einer, meine Hose ist einer, die Tafel ist einer und so weiter. Sie nehmen sich alle einelementigen Mengen der Welt und packen die in den nächsten Sack rein. Bisschen schwer vorzustellen, machen wir aber mal. Also man kann es ja einfach mal so tun, als ob. Ja? Alle einelementigen Mengen sind im Sack hier drin. Jetzt nehmen wir uns alle zweielementigen Mengen, tun die in einen anderen Sack. Dreielementige Mengen, vierelementige Mengen und so weiter. Wir machen lauter Säcke und da sind alle Mengen drin, die gleich viele Elemente jeweils haben. Das nennt man Äquivalenzklassen gleichmächtiger Mengen. Und jetzt beschriften wir die Säcke. Auf den Sack, in dem alle leeren Mengen drin sind, schreiben wir 0 drauf.
In dem Sack, wo alle einelementigen Mengen drin sind, schreiben wir 1 drauf. In dem Sack, wo alle zweielementigen drin sind, schreiben wir 2 drauf und so weiter und so weiter. Jetzt haben wir alle endlichen Mengen schön sortiert in Säcken. So, und jetzt überlegen wir uns mal, wenn wir die natürlichen Zahlen mal so strukturiert haben, also im Endeffekt repräsentiert natürlich jeder Sack eine natürliche Zahl. Wenn wir die so strukturiert haben, dann machen wir Folgendes. Wir überlegen uns, was bedeutet denn jetzt addieren? Was bedeutet jetzt 3 plus 4? Bedeutet das Folgende. Wenn ich sehe 3 plus 4, sehe ich ja erst die 3. Ich gehe zu dem Sack, wo vorne 3 draufsteht und greife mir irgendeine Menge raus. 3-elementig. Jetzt gehe ich zu dem Sack, wo 4 draufsteht und greife mir da irgendeine Menge raus. Und dann vereinige ich die. Aufgepasst, die müssen disjunkt sein. Die Schnittmenge muss leer sein. Wichtig, ja? Also ich darf nicht irgendwelche beliebigen rausgreifen, aber disjunkte. So, 3-elementige Menge, 4-elementige Menge rausgegriffen, vereinigen. Und jetzt habe ich eine Menge und da gucke ich mal, in welchem Sack ist denn die drin? Ja? Ich habe ja Säcke, wo alle jeweils endliche Mengen drin sind und dann finde ich die in dem Sack Nummer 7. Okay, damit weiß ich 3 plus 4 gleich 7. Hä? Haben Sie das nicht gerafft oder was? Also nochmal für Sie, ja? Ich greife mir die aus dem Sack mit der. Also ich sehe 3 plus 4. Ich nehme das Symbol 3. Das habe ich ja vorhin auf den Sack draufgeschrieben. Da greife ich mir irgendeine Menge raus. Die hat 3 Elemente. Dann sehe ich die 4. Greife ich mir die andere Menge raus. Aus dem Sack Nummer 4. Jetzt habe ich eine Menge mit 3 Elementen, eine Menge mit 4 Elementen. Die schmeiße ich zusammen. Das ist eine Menge mit 7 Elementen. Die ist im Sack Nummer 7 drin. So, also weiß ich 3 plus 4 gleich 7. Bitte? Das ist anscheinend nicht unmöglich. Gell? Okay, vielleicht ganz kurz, das ist ganz wichtig. Bitte. Psst. Sie haben also einmal die Definition der natürlichen Zahlen über die Folge der natürlichen Zahlen. Das nennt man auch, oder das ist verbunden mit dem Ordinalzahlaspekt. Während diese Definition über Äquivalenzklassen gleichmächtiger Mengen und die Addition über Mengenvereinigung, warten Sie bitte eine Sekunde. Die Mengenvereinigung, Addition über Mengenvereinigung, bezieht sich auf den Kardinalzahlaspekt natürlicher Zahlen. Und das ist für alle wichtig, die insbesondere in der Grundschule unterrichten werden, denn Kinder, die in die Grundschule kommen, betrachten natürliche Zahlen zunächst mal überwiegend vom Ordinalzahlaspekt aus. Die können zählen. Und die rechnen auch zählend. 3 plus 4, 3, 4, 5, 6, 7. Zählendes Rechnen ist langsam, fehleranfällig und so weiter. Deswegen ist ein wichtiges Ziel in der Grundschule, erste Klasse, den Kardinalzahlaspekt etwas mehr in den Vordergrund zu rücken. Die Einsicht, dass Addition sowas wie Mengenvereinigung bedeutet und darüber flexible Rechenstrategien zu fördern oder anzubahnen. Ja? Also im Endeffekt ist genau das, was wir jetzt die ersten fünf, sechs Wochen hier gemacht haben, der fachwissenschaftliche Hintergrund für Klasse 1. Ja, in diesem Sinne, bis nächste Woche. Sollte noch was unklar sein, dann könnt ihr euch natürlich auch nochmal die sämtlichen Videos anschauen. Hier, ja, da seht ihr so, ja, von den letzten Wochen, damit ihr fit werdet in der Arithmetik. Vergesst natürlich wie immer nicht den Channel zu abonnieren, damit ihr auch über die aktuellsten und neuesten Videos sofort informiert werdet, sobald sie draußen sind. Bis nächste Woche!